Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute wieder die Open Beta von For Honor. Und wir sind hier gerade im Hauptmenü und haben gerade das Tutorial abgeschlossen. Und es gibt momentan den Multiplayer-Schnellspiel. Benutzer definiert das Spiel, wie man spielt, und zurück zum Startmenü. Es scheint also nicht unbedingt einen Story-Modus zu geben, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Schnelles Spiel, denke ich mal, starte ein Multiplayer-Match. Kämpfe die Multiplayer-Modi für deine Fraktion. Ach so, wir sind quasi so eine Art Fraktion. Ach, es gibt quasi drei Fraktionen, also einmal die Samurai-Typis da, die Wikinger-Typis da und die Ritter. Und die Ritter sind halt wir, ne? Wie man spielt, lerne wie die... Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, das lernen wir schon. Was haben wir denn hier anpassen? Helden. Ach, wie geil. Ach, wie geil, wir können uns quasi so verschiedene... Ach, wie geil ist das denn? Wir haben quasi eine Fraktion, aber können uns quasi so verschiedene... Ach, wie geil, wir können uns... Ach, wie geil ist das denn? Es gibt quasi für jede Fraktion. Okay, das ist geil. Hä, Moment mal. Der Samurai-Typ, ist das nicht... Das verwirrt mich. Okay, es gibt momentan nur... Warte mal, das sind... Es gibt momentan nur 9 Typis. Okay, also es sind quasi jetzt so, Charaktere, die wir noch, quasi... Na, ihr wisst schon. Freischalten müssen. Die können wir aber freischalten. Wir haben ja 2000... Dinger, da können wir irgendeinen freischalten. Der hier sieht auch ganz schön geil aus, so mächtig. Berserkerin. Achso, okay, ich dachte schon, das wäre immer so... Sieht nicht schlecht aus. What the hell? Ah, die sieht auch nicht schlecht aus. Also hier gibt es sehr, sehr geile Sachen. Ich würde sehr gerne anschauen, diesen Samurai-Typ spielen, weil die gefallen mir sehr gut, ehrlich gesagt. Der hat so eine Axt, das ist mir zu schwer. Da komme ich, glaube ich, nicht gut mit. Ich weiß gar nicht, wen nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen den hier, oder? Ja. Den nehmen wir mal. Den finde ich ganz gut. Glückwunsch, du hast die... Den... Die... du hast den, die Ori... Ach, kann ich den Namen nicht aussprechen. Aber da stand gerade der, die... Also, ist es irgendwas. Okay. Ist es kein Mensch, ist es ein... Irgendwas. Wunderschön. Gut, das ist jetzt unser Charakter, denke ich mal. So, was haben wir hier? Ach, wir können jetzt... Wie geil, wir können jetzt hier Sachen... Ach, wie geil. Wir können quasi die Schwertlinge... Ach, wie geil, wir können jetzt quasi so viele Sachen hier upgraden. Das finde ich sehr geil. Arme, Brust, Waffe, hier Waffe. Haben wir da schon irgendwas anderes? Aber ich glaube nicht, ne? Guck mal, Klinge... Ach, wie geil. Das ist gut. Fähigkeiten... Wir haben sogar Gesten hier, das ist schon mal sehr gut gemacht. Okay. Okay, hier bin ich. Okay, die Gesten, das finde ich cool, dass das alles so ein bisschen vorgezeigt wird. Zu allen Schandheiten bereit, okay. Okay, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal so in das Match starten, weil er sieht ja jetzt, ne, wir haben ja noch gar nicht gespielt, ne. Fortschritt ansehen, wie man kämpft, ja, das brauche ich nicht wissen. Wie man kämpft, das geht schon. Hier haben wir noch einen Shop, tatsächlich, da ist noch nichts, das ist aber klar. Obwohl, da war was gerade, warte mal. Ach so, hier, da können wir schon mal vorbestellen. Ich bin aber nicht so der Typ, der gerne vorbestellt, von daher. Aber ganz kurz, Option, ich will mal kurz... Audio. Sprachchat. Privatsphäre, ändere die... Hä? Sprachchat-Modus deaktiviert, das ist gut. Das heißt dann, denke ich mal, wahrscheinlich, dass die uns nicht hören können. So, dann gehen wir mal in den Multiplayer. Kämpfe gegen den Kommandanten deiner Fraktion, um Zugang zum Multiplayer zu erhalten. Bereit für den Kampf? Natürlich! So, okay, was können wir jetzt hier machen? Spiellobby? Ach, wir sollen jetzt einen Charakter ausnehmen. Wir haben natürlich unseren gerade gekauften Neucharakter. Der gefällt mir nämlich sehr gut. Mal probieren. Ein Duell. Ach scheiße, wir hätten wahrscheinlich auch schnell spielen müssen, weil ich glaube, jetzt kriegen wir keine Gegner. Scheiße. Naja gut, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt gewesen. Ich finde den Samurai-Typen, der ist aber halt so ein bisschen locker, ne? Der ist halt vielleicht ein bisschen schneller auch. Der Ritter ist so ein Mittelding und der Wikinger, der ist halt so der Schwere. Ja, und jetzt? Ist das ein Spieler? Ach ne, ist ein Bot, okay.
Achso, das ist nur ein Duell. Ach, das ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Na komm, greif an. Greif an. Ich greif an. Wallaga. Greifst du an jetzt? Okay, das finde ich ganz geil. Hä? Manchmal mit dem Abwehr kommen wir noch nicht klar, aber gut, das muss man eigentlich mal üben. Na komm schon. Sterb. Ach, wir haben auch eine Ausdauer, wie oft wir schlagen können. Das finde ich gut, dass man dann halt nicht irgendwie so sinnlos auf den Gegner rumprasseln kann. Okay, Runde 1 gewonnen. Ist ja halt nur ein Bot, ne? Wir sind anscheinend auch wieder eine Frau. Ganz witzig. Runde 2. Also was ich auch sagen muss, die Grafik ist ja auch wirklich schon gut gemacht, ne? Also das kann man sich auf jeden Fall geben. Okay, komm her. Na komm, greif an. Greif an. Tschüss. Okay, das war witzig. Runde 1. Wie viele Runden gibt es denn? 5 Runden, alter Schwede. Aber gut, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sich da so ein bisschen reinfindet. Ist halt leider nur ein Bot, ne? Aber ist ganz witzig, da kann man sich mal ein bisschen mit seinen Freunden messen vielleicht mal. Ist ganz gut gemacht. Na komm schon. Na super. Wow. Okay. Der ist bald down. Okay, das ist gar nicht mal so schwer, ehrlich gesagt. Man findet sich langsam so ein bisschen in das Spiel rein. Yeah. Voll geil. Du hast dein Können. Ich habe gerade was Falsches gelesen, sorry. Du hast dein Können bewiesen. Du kannst jetzt auf Multiplayer-Aktivitäten zugreifen, um an Fraktionskrieg teilzunehmen. Ja. Das freut mich ja sehr, sehr. So. Ach, jetzt können wir hier richtig Multiplayer und so. Ist das schon ziemlich geil. Dann gehen wir mal in den Multiplayer, oder? Der Fraktionskrieg ist ein fortwährender plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Nach jedem Match erhältst du Kriegsressourcen, abhängig von deiner persönlichen Leistung. Diese kannst du einsetzen, um ein feindliches Territorium zu erobern oder eigene Territorien gegen den Feind zu verteidigen. Auf globaler Ebene ist der Fraktionskrieg in Territorien-Updates, Runden und Saisons unterteilt. Territorien-Updates finden alle 6 Stunden statt. Eine Runde dauert 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Bei jedem Territoriums-Update übernimmt die Fraktion die Kontrolle, die die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Die Weltkarte zeigt die neu übernommenen Territorien und alle Frontverschiebungen. Die Fronten bestimmen, auf welcher Karte du spielen wirst. Auf einer Karte, die erst von Rittern und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jeder Runde erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung in Abhängigkeit vom Rang ihrer Fraktion in dieser Runde. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht nach einer kurzen Saisonpause weiter. Die Welt wird sich durch die Geschehnisse der vorangegangenen Saisons in For Honor fortlaufend verändern. Alles klar. Okay, das klang auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und interessant. Man kann also quasi auch gegen Bots kämpfen, das ist schon mal ganz gut. Also wie gesagt, also jetzt... Macht euch jetzt keine Gedanken, man sitzt jetzt nicht hier 2 Wochen vor der Konsole und spielt ein ganzes Match, das wäre ja ein bisschen übertrieben. Sondern halt, die Matches gehen halt so 2 Wochen quasi. Finde ich ganz gut, dass es halt so ein bisschen ausgedehnt wird, dann ist halt der Spaß mehr da. Das finde ich ganz geil. Okay. Das finde ich sehr geil. Deathmatch, Duell, Herrschaft, Events. Deathmatch finde ich jetzt nicht so geil. Gibt's hier, okay, wir haben jetzt also quasi Herrschaft, Duell und Hand. Okay, gut, ist egal, wir machen jetzt erstmal Herrschaft. Wurde uns ja hier vorgeschrieben. Aktivitätenwahl. Aktivitätenwahl können in den folgenden Modi gespielt werden. Spieler versus Spieler, Spieler versus KI, also gegen Bots, ne? Wenn für eine Aktivität im Modus Spieler versus KI ein Spielersuche angeboten wird, kannst du sie im Menü Einstellungen mit Viereck abschließen.
Ne? Egal wie du spielst, du trägst immer zum Fraktionskrieg bei, sorry, Freunde. Luft holen. 4 vs 4 Herrschaft. Ja, das klingt erstmal ganz gut. Das machen wir jetzt erstmal. Sonst suchen wir mal ein paar Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Folge machen wir mal ein bisschen länger. Ich will das Spiel natürlich oder die Open Beta mal ein bisschen ausholen. Ich finde, bis jetzt eigentlich haben sie das wirklich gut gemacht. Also das könnte wirklich was werden. Ist nicht so lahm irgendwie. Und ich meine, wenn man so überlegt, ne? Diese ganze Zeit, wo du halt jetzt... Naja, die lange Zeit, wo du halt jetzt versuchst, diese Länder zu erobern, umso mehr macht's halt Spaß, ne? Das heißt, es ist quasi so ein unendlich langes Spiel, das ist halt geil. Ist halt keine Story oder so, aber das ist scheißegal. Hä? Was? Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, machen wir mal das hier, weil da wurde ja auch was angezeigt. Spieler bis Spieler. Probieren wir halt mal erstmal das. Gerade ein Fehler irgendwie. Okay. Geringe Aktivität. Naja, dann haben wir wahrscheinlich richtig viel Glück. Ach, wir haben doch immer gefunden. Das ist geil. So, dann haben wir natürlich hier den hier. Ich hoffe, der hört mich jetzt nicht. Das wird ziemlich kacke. So, unser erstes Match auf einem... unser erstes Match gegen einen richtigen Spieler. Ach, man sieht da oben schon, mein Headset ist ausgeschaltet. Das heißt, er hört mich nicht. Okay, Samurai gegen Samurai, das gefällt mir. Es dauert jetzt immer ein bisschen, bis das lädt, das habe ich schon mal gesehen. Also ich habe schon mal so ein bisschen auf YouTube reingeguckt bei einem jemand, der das live gestreamt hat. Also ein bisschen, da habe ich nur die Ladebildschirme gesehen. Da habe ich gedacht, naja, kannst du ja mal probieren. Runde 1. Runde 1, maximal 5 Runden. Also jetzt wird es ein bisschen härter, Freunde. Wir sind noch irgendwie Level 1 und der ist irgendwie Level irgendwas. Oh. Oh, oh, Alter. Alter, Alter. Geh weg, geh weg, geh weg. Samurais, Alter. Fuck, Alter. Ich bin voll schlecht. Aber gut, das ist normal. Das ist meine erste richtige Runde. Jetzt spring nicht so rum wie so ein fröhlicher... Runde 2. Also müssen wir so ein bisschen so Techniken anwenden, die uns gezeigt wurden. Aber gut, so ist das nun mal. Die... Hey, was weißt du denn nicht aus, Spacki? Spacki, sag ich schon. Ach, jetzt hab ich mal gewonnen, du Spaß, Alter. Aber auch nur ganz knapp halt, ne? Naja, gut. Okay. Dann geht's jetzt in die nächste Runde. Das wird ein bisschen schwer. Runde 3. Oh Mann, Alter. Wir werden sowieso verkacken. Aber gut, man kann es ja mal probieren. Ich verstehe dich nicht. Ich bin zwar auch hier einer... Oh. Okay. Die hätte mir angreifen müssen. Hätte sie mich wahrscheinlich auch gekriegt. Na ja, gut. Ich weiß nicht, ob es ein R oder sie ist. Aber egal. Runde 4. Okay, Runde 4. Ach scheiße, jetzt war ich zu schnell. Nein. Scheiße. Okay, gut. Naja, gut. Wir sind momentan noch in Führung. Das heißt, wenn wir die jetzt vielleicht noch einmal kriegen, haben wir gewonnen. Ansonsten ist Gleichstand. Aber es ist halt nicht der einzige Spielmodus, es gibt ja halt noch ganz andere. Was ich in der Open Beta tatsächlich sehr geil finde, dass es halt da mehr Spielmodi gibt. Hm.
Alter, hat die irgendwie mehr Abwehr. Los, Alter, bloß. Niederlage. Hab ich verloren? Was hab ich verloren? Bin ich verblutet? Alter. Okay. Kann ich irgendwie Schnellchat? Wie ging das noch? Okay. Okay, wir haben neue Schwert gekriegt. Finde ich sehr geil. Okay, wir sind natürlich noch Level 1, ist klar. Okay, warte mal kurz. Können wir irgendwie nächstes Marriage-Mission abbrechen? Ich will mal kurz in meine Dings gehen. Aber gut, ist gar nicht mal so schlecht gemacht, ehrlich gesagt. Anpassen, Helden. Was ist denn hier? Anpassen. Da haben wir irgendwas Neues. Waffe. Wir haben eine neue Klinge freigeschaltet. Hier kannst du deine Ausrüstung... Ja, okay, gut. Macht die Verteidigung größer, die Ausdauer ein bisschen, aber es macht nichts. Ich glaube, das ist besser. Anlegen natürlich. Ja, okay, neue Klinge. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ach, das heißt, jeder... Guck mal kurz, Leute. Jeder Charakter, den wir hier haben, können wir quasi auf hier aufleveln. Finde ich sehr geil gemacht. Das ist geil. Dass das geht, wusste ich gar nicht. Naja, gut. Freunde, machen wir ab hier nochmal einen kleinen Cut. Ich weiß, die Folgen sind gar nicht mal so lange. Aber gut, ich will ja nicht so oft übertreiben. Und die nächste Folge versuche ich dann halt mal so ein bisschen länger auf eine halbe Stunde zu machen. Da gucken wir mal, dass wir halt irgendwie mal so ein kleines Match finden, wo wir uns halt jetzt mal sowas, was weiß ich, Herrschaft oder so. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da. Oder wenn ihr nichts verpassen wollt, natürlich könnt ihr kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Freunde. Haut rein und ich bin raus, euer Klaus. Ich weiß, den Spruch habe ich geklaut, aber scheißegal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Bis dann.